Der folgende Bericht wird Ihnen präsentiert von Plasnik Motors. Vom 29. bis zum 31. August fanden in der Steindorfer Eishalle das erste Mal die Ducati Action Days statt. Wie die Idee zu dieser Veranstaltung entstand, erzählt uns der Tourismusreferent der Gemeinde, Magister Wolfgang Ebner. Ich habe gedacht, in Anlehnung an das Halle-Treffen in Farkasee, denke ich mal, am Ostseesee kann auch sowas gestalten. Und da ist mir eingefallen, der Plasnik Franz, Ducati-Vertreter von Kärnten, mit dem könnte man eine Kooperation eingehen und so entstand die Idee, eine Ducati Action Days zu machen. Mit Ducati haben wir eine Traditionsmarke, vor allem im Sportbereich. Und am Ostseesee, da habe ich mein Motorradgeschäft, da passt die Location eigentlich sehr gut mit der Halle. Im Hintergrund ein Importeur, der für das auch zu begeistern war. Und so ist dieser Event entstanden. Zahlreich sind die Motorradfreunde aus nah und fern angereist, um sich bei den Ducati Action Days mit Freunden, Kollegen und Gleichgesinnten auszutauschen und so richtig abzufeiern. Alle sind von den Ducati Action Days 2008 begeistert. Das ist eine lässige Geschichte, einmal um einen Stand auf endlich auch wieder mal eine gescheite Veranstaltung. Und ich glaube, in 2-3 Jahren geht sich das ziemlich etablieren und könnte man in Farkasee Konkurrenz machen. Optimal, super! Es freut uns speziell, dass am Ostseesee immer wieder solche Veranstaltungen gemacht werden. Und wir wohnen im Ganzen natürlich mit unserem vollen Ehrgeiz bei. Also die ganze Veranstaltung finde ich eine super Idee. Das ist der Knaller überhaupt? Das halte ich für sehr gut, weil alles, was in meiner Nähe ist, ist positiv. Ich muss dem Herrn Plasnik sagen, für die Idee muss man wirklich gratulieren, dass er das zustande gebracht hat, dass man da einmal ein Treffen von italienischen Motorrädern, überhaupt von Motorradfreunden hat. Super! Ja, super! Ja, sehr gute Idee, weil das trifft sich gerade mit unserem Motorrad, was wir momentan machen. Mir gefällt es gut. Ich trinke da ganz gerne ein Bier und mache die Atmosphäre. Sehr elegant, das ist mal was anderes. Super! Die Idee, ein Motorradtreffen speziell hier in Kärnten zu machen, ein Ducati-Treffen, hat mir auf Anhieb gefallen. Und wir haben uns dann einfach kurzfristig entschlossen, es einfach zu machen. Also es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns hier am Ostseeacher See zusammenfinden. Und wir hoffen, dass wir halt Zug für Zug noch ein bisschen wachsen, dass wir irgendwann vielleicht auch einmal annähernd so groß werden wie andere Treffen hier in Kärnten. Das Programm war vielfältig und auch für die Kleinsten war es hier nicht langweilig. Unzählige Ausstellungsstücke gab es zu bestaunen und auf gemeinsamen Ausfahrten kam man sich näher. Höhepunkt der Ducati Action Days war die Fashion Show, in der die Ducati Modelinie 2009 präsentiert wurde. Ein absoluter Hingucker war das Flaggschiff von Ducati, eine Rennmaschine für den Alltagsgebrauch mit einem Kaufpreis jenseits der 70.000 Euro Grenze. Bis spät in die Nacht hinein wurde bei Live-Musik getestet, justiert, gefeiert und gefachsimpelt. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, wenn die Motoren in Steindorf wieder heulen.